Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In dieser Ausgabe gehen wir eine Wintermeisterschaft an, aber nicht nur irgendeine Wintermeisterschaft, nämlich wir werden mit den SUVs oder mit einem SUV konkret gesagt unterwegs sein und das nicht unbedingt in der typischen Forza-Disziplin, wo man meistens diese SUVs ins Rennen schickt. Also wir fahren nicht querfeldein, wir fahren in der Straßenszene. Ja, muss man sich mal so ein bisschen auch bildlich vorstellen, wenn das jetzt das Real Life wäre, ist ja die Straßenszene sozusagen, ja, so die illegale Rennfahrerszene, die sich nachts trifft und halt ja so unter der Hand gegen das Gesetz oder unter dem Gesetz ja, illegale Rennen fährt. Und ja, nicht nur, dass jetzt SUVs in unserem Alltag immer öfters mal auftauchen, nein, auch in der illegalen Straßenszene sind sie jetzt unterwegs, aber ja, irgendwo kann man es noch verstehen, es ist Winter und da sind halt natürlich so schwere Allradmonster vielleicht gar nicht unbedingt die schlechteste Waffe, um dann ein Rennen zu bestreiten. Da ist man jetzt vielleicht mit seinem, ja, keine Ahnung, BMW M3 vielleicht nicht so perfekt bedient, ja, weil halt mehr rumgerutscht wird, wenn es so eisig ist und so weiter. So, lassen wir das jetzt einfach mal im Raum stehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit ausdrücken möchte. Ja, wir sind unterwegs im Übrigen mit dem Porsche Cayenne Turbo. Den habe ich ausgewählt in der SUV-Klasse. Das ist, ja, der Cayenne, den man eben nicht kaufen kann im Spiel. Den gibt es nämlich nur über Wheelspin. Ich glaube, es gab ihn auch mal über ein Forza, konnte man den nicht mal im Forzaton-Shop kaufen? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall, man kann ihn so eigentlich nicht kaufen im Spiel. Man muss ihn halt irgendwie über andere Wege gewinnen. Über die Teststrecke sind wir das Fahrzeug ja schon gefahren. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, über die Teststrecke sind wir zwar gefahren, aber so eine ganze Folge haben wir eigentlich dem 2018er Cayenne noch nicht gewidmet. Und deswegen hat sich das jetzt ja auch prima angeboten. Ja, kurz zu den Leistungseckdaten vielleicht, dass ihr auch wisst, was wir oder mit was wir es hier zu tun haben. Es ist aktuell der leistungsstärkste Cayenne der dritten Generation. Es ist ein V8 Biturbo mit 4 Liter Hubraum, der 550 PS leistet und 770 Newtonmeter Drehmoment. Also Power ist auf jeden Fall gegeben, würde ich sagen. Und das Tolle an dieser Meisterschaft ist, wir können ein Cadillac Escalade gewinnen und das ist doch eine nette Sache. Ja, ich würde mal ganz kurz gucken, wir gucken mal ganz kurz die Veranstaltung an. Hier seht ihr es auch nochmal, das sind 3 also Straßenszenenveranstaltungen, die wir bestreiten können. Deswegen ja, werden wir den vielleicht gar nicht so Offroad-technisch aufbauen, aber ich würde einfach sagen, wir starten jetzt erstmal die Meisterschaft und fahren erstmal ein Rennen in der Serie. Es kommen jede Menge Leute, um sich dieses Wintersaisonrennen anzusehen. Also ab mit dir, biete ihnen eine Show. Alles klar. Ja, also wir fahren den jetzt erstmal in der Serie. Ihr seht hier, haben wir noch ein paar andere SUVs im Fuhrpark, die wir zum Teil schon gefahren sind, zum Teil aber auch noch nicht. Wir fahren aber jetzt eben mal, wie gesagt, mit dem hier. Teststreckenrunde haben wir ja schon mal absolviert mit dem. Daher darf er jetzt auch mal eine ganze Folge vorkommen. Und ja, nach diesem ersten Rennen werden wir natürlich noch ein bisschen tunen. Da gucken wir einfach mal, was können wir denn verbessern, um eben hier gut zu funktionieren. Und ja, am Anschluss können wir vielleicht dann trotzdem nochmal einen Offroad-Umbau oder sowas machen. Mal schauen wir einfach mal, wie die Zeit reicht. Aber ich denke mal, wir werden sehr zügig mit diesen 3 Rennen durchkommen, da wir jetzt ja direkt in dieser Folge in die Action reinstarten. Ja, und Diskussion SUV hatten wir ja schon sehr, sehr, sehr oft hier auf dem Kanal. Auch insbesondere in den Kommentaren von einigen treuen Abonnenten kenne ich auch schon deren Meinung. Und ich weiß auch gar nicht mehr, unter welchem Video es genau war. Aber da ist auch eine sehr, sehr lustige Debatte entstanden. So, was ist eigentlich so der typische SUV-Fahrer? Da haben dann die einen gesagt, ja, das sind dann meistens die Frauen, die tatsächlich in so SUVs sitzen. Also man sieht immer häufiger eigentlich so zierliche Frauen da drin sitzen und gar nicht so oft Männer. Und dann gab es aber die andere Partei, die gesagt hat, nö, also bei uns sind alle SUV-Fahrer gestandene Männer. Und fand ich auch sehr, sehr lustig. Und ich glaube einfach, ja, das kann so und so sein. Das kommt auch, glaube ich, so ein bisschen aufs Gebiet an. Und es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, wie sehr man drauf achtet, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil ich gucke eigentlich, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, sehr, 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 sehr selten, wer denn da tatsächlich am Steuer sitzt. Ja, also da habe ich eigentlich doch Besseres zu tun im Straßenverkehr. Mir fallen natürlich schon die Fahrzeuge auf, die mir begegnen, aber wer jetzt schlussendlich am Steuer sitzt, da schaue ich jetzt eigentlich nicht so drauf, außer tatsächlich, wo es mir halt immer besonders auffällt oder wo ich besonders drauf achte, zum Teil aber auch unbewusst, ist halt, wenn ich irgendwie mal einkaufen bin oder sowas. Und dann, klar, da steigen halt die Leute aus, dann sieht man das halt mal öfters oder irgendwo im Parkhaus. Da, wo halt Leute auch dann nicht aussteigen, da sieht man dann halt schon mal öfters,
dass, ja, oder wer da am Steuer sitzt. Und da muss ich tatsächlich mit der Partei tatsächlich konform gehen, die sagen, es sitzen tatsächlich in SUVs öfters Frauen am Steuer anstatt Männer. Aber wie gesagt, das kann auch je nach eigener Auffassung anders sein, das kann je nach Gebiet anders sein, je nachdem, wo man wohnt. Vielleicht ist es halt auch davon abhängig. Aber ich will da jetzt auch kein Fass aufmachen und ich will es nicht nochmal aufmachen. Ich würde einfach sagen, das soll einfach jeder selber irgendwie beurteilen, wie das ist. Und ich sehe gerade, wir werden ja gegen den Range Rover verlieren. Na gut, verlieren ist ein hartes Wort, aber zweiter Platz ist halt, ja, wie man so schön sagt, der erste Verlierer. Also habe ich verloren. Egal, wir werden jetzt ein bisschen noch was dran tun am Fahrzeug fürs nächste Rennen. Aber ja, das Thema, wie gesagt, das lassen wir jetzt einfach mal, ne, außen vor. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Das wurde reichlich in den Kommentaren schon ausdiskutiert. Und da soll sich einfach jeder selber seine Meinung dazu bilden oder eine eigene Meinung halt vertreten. So, genau, dann gehen wir mal zum Festival und tunen mal ein bisschen. Genauso halt natürlich auch das Thema SUV, sind sie sinnvoll, sind sie nicht sinnvoll? Ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung. Ich glaube, da muss man jetzt auch keinen Standpunkt irgendwie nochmal extra vertreten. Wir nehmen es einfach mal hin, dass es sie gibt. Und wir nehmen es mal hin, dass man im Spiel hier tatsächlich auch sehr viel Spaß mit den SUVs haben kann. Unabhängig davon, dass ich mir persönlich nie einen kaufen würde. Okay, man soll niemals nie sagen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich mir einen SUV kaufen würde. Gut, also, Tuning. Da wir in der Straßen-10-Veranstaltung sind, macht es ja eigentlich wenig Sinn, tatsächlich das Fahrzeug jetzt erstmal auf Offroad auszulegen. Deswegen legen wir das einfach mal alles ein bisschen sportlicher aus. Nicht durch die Forza-Splitter und Flügel. Ich glaube, das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Ja, wir können jetzt natürlich Offroad-Reifen trotzdem machen, weil die funktionieren halt im Winter auch gut. Aber ich verzichte mal drauf. Und Rennreifen sind aber auch jetzt unbedingt nicht die beste Wahl, oder? Wir können es aber eigentlich mal versuchen. Komm, wir machen mal die Semi-Slicks. Ist im Winter eigentlich eine denkbar dumme Idee, aber wir machen es jetzt trotzdem mal. So, einfach mal draufklatschen. Dann mache ich einfach mal Getriebe, Kupplung und so weiter alles rein. Und da machen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen sportlicher. Liegt da ein bisschen tiefer. So. Weil ich mich sagen muss, klar, Autos tiefer legen ist immer eine schöne Sache, aber so ein richtig, richtig bös tief gelegter SUV sieht, finde ich, nicht so geil aus, muss ich ehrlich gestehen. Aber das ist auch wieder so eine Geschmackssache. Da kann ich auch gleich nochmal was erzählen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt hier auf dem Kanal. So, wir machen einfach mal maximale Gewichtsreduzierung. Wollen wir erstmal, sollen wir Vollaufbau machen? Ich glaube, aber im Vollaufbau fährt er sich nicht so gut, ne? Ich probiere es mal. Komm, wir machen einfach mal Vollaufbau, mal gucken, was bei rauskommt, wie es sich fährt. Wenn nicht, können wir gleich nach dem Rennen nochmal zurückrüsten. Weil er hat jetzt schon massiv viel Leistung. Ich glaube, aus diesem V8-Motor kann man schon einiges rauskitzeln. Ich glaube, die Antriebswelle habe ich jetzt noch nicht reingemacht. So, machen wir die Antriebswelle noch rein. Wir kommen fast auf 900. Gut, mit anderen Felgen vielleicht würden wir sogar auf Leistungsindex 900 kommen. Aber möchte ich jetzt wirklich andere Felgen verbauen, nur dass ich jetzt hier die 900 schaffe? Eigentlich nicht. Ich finde die Porsche-Felgen cool. Genau, dann bauen wir das mal ein. Dann bin mal gespannt, wie sich das Ding jetzt fährt. Wie viel Leistung haben wir denn jetzt? 637 kW. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Für die Leute, die mit kW nach wie vor nicht so viel anfangen können, rechne ich das natürlich sehr, sehr gerne mal um. Dürften ja knapp an den 900 PS dann dran sein. Moment, 637 sind, ja, 866 PS haben wir. Also, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ordentlich. So, dann gehen wir hier mal raus und dann hoffe ich da mal, dass die Semi-Slicks auch im Winter ganz gut funktionieren. Power ist auf jeden Fall da. Und irgendwie hat er keine... Das ist jetzt ein Fehler vom Spiel, oder? Wir haben Nacht. Und die Rückleuchten sind nicht an. Das ist ein bisschen gefährlich. Also klar, wenn ich bremse, aber eigentlich sollten die angehen. Okay, das ist jetzt ein Fehler, weil wir haben gerade vorher noch gesehen, dass sie auch angehen können. Ja. Fehler beim Porsche, das kann aber nicht sein hier. Qualitätsmängel.
große Rückrufaktion. Ah, jetzt sind sie an. Ich glaube, das war jetzt einfach echt nur irgendwie ein Fehler, dass das Spiel das nicht so richtig erkannt hat. Gut, ja, weiter geht's. Dann probieren wir es jetzt mal mit dem Maximalaufbau. Jetzt sollte ja mehr als genug Leistung da sein. Das Fahrzeug liegt jetzt, wie gesagt, ein bisschen straffer, ein bisschen tiefer. Und zu dem Thema tiefer gelegter SUV wollte ich natürlich was sagen. Das ist, ich meine, ich habe das schon mal erzählt, aber das ist auch schon eine Weile her, muss ich sagen. Das ist mindestens schon 5 Jahre her, glaube ich. Oder 4 Jahre oder so. Also auf jeden Fall ein paar Jährchen ist es her. Und zwar, da war ich mit meinen Tutes unterwegs, also ja, mit den Pixelhelden-Tutes war ich unterwegs in Freiburg. Ne? Ich komme ja aus der Nähe von Freiburg und da haben wir am Straßenrand hatten X6M geparkt. Und nicht nur irgendein X6M, sondern der war fucking tiefer gelegt. Also richtig, richtig tiefer gelegt, sodass die Räder schon so im Rathauskasten verschwunden sind. Und boah, das war so... also ich meine, erstmal kann man sehen, wie tief so ein SUV geht. Ja? Also der hat schon gar nicht mehr dann so richtig groß und bullig gewirkt. Aber der war... Ja, ich weiß nicht, ich fand das mega hässlich. Das, Anfang dachte ich erst so, ist es so ein BMW GT-Verschnitt, ja, den es ja gibt. Den finde ich ja auch nicht gerade sehr hübsch. Aber das sah einfach irgendwie komisch aus. Das sah einfach irgendwie komisch aus, weil du einfach siehst, dass die ganze Karosse alles einfach so hoch und bullig irgendwo ist. Ah, shit. Und dann... Und dann aber das ganze Ding trotzdem irgendwie tief liegt, das passt halt irgendwie nicht. Also ich finde, gerade ein tiefer gelegtes Auto sollte auch von der Silhouette her auch dann ein bisschen sportlicher und tiefer daherkommen. Und das war nicht so gegeben. Aber das ist, wie gesagt, nur Geschmackssache, denn mein Kollege, mein Freund, der Fabian, also der Ferb hier auf dem Kanal, der fand es mega geil, der hat total gefeiert. Er hat so, boah, wie cool ist denn das, bitte? Das sieht ja mega geil aus, einfach überhaupt auf die Idee zu kommen, den so tief zu legen. Und ja, aber so unterschiedlich sind dann halt Geschmäcker, ne? Das kann natürlich jetzt hier bei dir genauso sein, dass du sagst, ja, das findest du mega geil, so tiefer gelegte SUV, das ist ja mal Bombe. Aber es könnte genauso sein, dass du vielleicht auch mit meiner Meinung konfirm gehst und sagst, ne, geht gar nicht. So ein bisschen tiefer habe ich ja nichts dagegen. Ich sage ja auch nicht, er muss höher liegen, aber irgendwie, ja, das sieht da irgendwie komisch aus. Ich weiß eh nicht. Ich bin eh kein Freund davon, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn ein Auto so tief gelegt ist, auch wenn es ein richtiger Sportwagen ist, wenn die Räder so regelrecht im Rathauskasten verschwinden. Das ist ja eine richtige, in der Tuning-Szene zum Teil richtig beliebt, dass man eigentlich von der Reifenflanke eigentlich fast gar nichts mehr sieht, dass schon fast die Felge drin verschwindet. Finde ich furchtbar hässlich und das ist egal bei welchem Fahrzeug. Gefällt mir gar nicht. Also ich finde, so ein bisschen Reifen darf rein, okay, aber ein bisschen. Also der Idealfall ist eigentlich so, dass der Reifen abschließt mit dem Rathauskasten. So würde ich es bezeichnen. Das ist so der Idealfall meiner Meinung nach. Dann sieht es wirklich cool aus. Aber alles, was zu tief ist, finde ich nicht schön. Im Prinzip also Rennwagen-Optik. So würde ich es eigentlich fast schon bezeichnen. Weil beim Rennwagen ist es ja so, dass es eigentlich bündig abschließt. Da hat man selten den Fall, dass das Rad tatsächlich im Rathauskasten verschwindet. Aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Und das wissen wir ja auch. Geschmackssache, da kann man das jetzt nicht irgendwie sagen, so ist es Gesetz, das wissen wir alle, das ist halt wirklich von jedem zu jedem anders, jeder Mensch ist individuell und so ist natürlich auch sein Geschmack unterschiedlich. So, ja, Maximalaufbau fuhr sich ja so semi-gut, muss ich sagen, aber wir haben trotzdem gewonnen und deswegen versuchen wir es jetzt einfach nochmal damit. Danach werden wir auf jeden Fall aber auf Offroad umbauen, oder was heißt Offroad? Offroad-tauglicher umbauen. Wir wissen ja alle, dass SUVs semi-gut Offroad können. Sie haben halt einen hohen Radstand, sie sind in dem Sinn... Das ist, glaube ich, auch so das Hauptargument für den Kauf. Sie sind halt bequem irgendwo, so beim Ein- und Ausstieg. Wobei, ich glaube, eher beim Ausstieg, weil beim Einstieg muss man erstmal so eine halbe Klettertour machen. Beim Ausstieg kann man sich einfach rausfallen lassen. Aber so richtig Offroad oder geländetauglich sind sie halt, ja, so semi. Es gibt natürlich SUV-Hersteller, die das sehr gut machen, wie eben Land Rover, Range Rover. Die sind schon sehr, sehr gut, was das betrifft. Aber viele SUVs sind halt, ja, die haben halt, wie gesagt, die sind halt hoch, also hohe Fahrzeughöhe, ich habe jetzt hoher Radstand gesagt, ne, ist eher hohe Fahrzeughöhe, und das macht sie natürlich bei Unebenheiten und etwas höheren Hindernissen natürlich gut, aber so richtig im Gelände fahren ist ja was ganz anderes, das haben wir hier im Spiel eigentlich auch nicht, weil diese Querfeldeinrennen, die wir haben, das ist hier mehr so Rally-Rate-mäßig. So richtig im Gelände fahren, das ist ja, bewegt sich ja, glaube ich, da fährt man nicht groß schneller als 20 km/h. Und da sind die halt zum großen Teil eigentlich nicht so tauglich.
Oh, hier geht's lang. Upsala. Das war nicht so gut. Ja, ich glaube, gewinnen sollten wir fast. Ich habe jetzt gar nicht auf den Punktestand geachtet. Boah, was macht denn der für Bremsmanöver? Habe ich jetzt gar nicht so... Na, Scheißverkehr. Drauf geachtet. Aber wir gewinnen jetzt einfach. In der Hoffnung, ich ziehe jetzt mal von dem ein bisschen weg. Ist ein Bremsklotz da vor mir, brauche ich nicht. Schauen wir mal, dass der Verkehr auch ein bisschen mitspielt. Vorsicht. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nach hinten gucken. Aber das schaut doch alles sehr, sehr gut aus. Ja, anders als beim, ich glaube, 2014er Cayenne ist es, glaube ich, den wir hier im Spiel haben. Und bei Macan gibt es hier jetzt kein so Breitbau-Offroad-Kit, was man anbringen kann, falls sich das der ein oder andere schon gefragt hat. Das gibt es hier tatsächlich nicht, aber ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wobei cool wäre es schon irgendwie, ne? Weil diese Breitbau-Kits, gerade beim Urus-Konzept, ist es ja richtig krass. Ja, und da haben wir ihn, den Caddy Escalade, den Cadillac Escalade. Den gibt es jetzt. Jetzt können wir eine richtige FBI-Vehikel machen. Aber der hat kein Blaulicht, habe ich schon in Erfahrung gebracht, was ich ein bisschen schade finde. Ich meine, gut, die FBI-Fahrzeuge haben meistens das Blaulicht auch irgendwie in den Scheiben integriert oder so. Also die haben das ja nicht oben drauf. Aber ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem mal, da wir so oder so zurück zum Festival gehen, uns mal kurz den Cadillac an, wenn wir ihn schon gewonnen haben. Und da natürlich jetzt auch nochmal der Hinweis an alle. Ja, die Winterseason läuft ja jetzt noch bis Mitte Donnerstag. Also ja, bis auf jeden Fall Mittwoch. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch in dieser Meisterschaft den noch gewinnen. Weil ich denke mal, das ist jetzt erstmal die einzige Möglichkeit, den zu bekommen. So, holen wir uns den mal kurz ab. Ja, in den Vorgängerteilen hatten wir den auch schon zur Auswahl. Jetzt haben sie ihn halt darüber nachträglich eingeführt. Und das ist halt natürlich schon ein Riesenschiff, ne? Wenn man mal anguckt. Mal hier hinten nochmal Plätze. Er ist schon ein Riesenteil. Das kann man, glaube ich, getrost schon mal so sagen. Oh, hier sind diese Ausfahrbahn. Das ist natürlich geil. Ja? Dann hat man das Einstiegproblem nicht so. Aber das Ding ist, glaube ich, auch echt nochmal ein gutes Stück größer als so mancher SUV, was die Fahrzeughöhe betrifft. Ja, böses Ding auf jeden Fall. Wir können ganz kurz mal hier eben in den Optikbereich gehen, aber dann mal eben nur die Forza-Geschichten. Da wäre es aber, finde ich, echt cool gewesen, hätten sie irgendwie Blaulicht dazu gemacht. Alter, der Flügel sieht ja auch Panne aus. Aber nee, gibt's leider nicht. Ich glaube auch kein irgendwie sonst Umbau-Kit. Nee, gibt's leider nicht bei einem Fahrzeug. Schade, muss man sagen. Schade, schade, schade. Fände ich, da hätte ich schon gefeiert irgendwie. Aber jetzt gehen wir halt zurück zu Porsche und wählen eben den Cayenne Turbo aus. Den anderen Cayenne Turbo haben wir ja auch als ja, Cop Car umfunktioniert. Der hat ja auch Blaulicht eben gehabt. Der 2012er ist es. Ne? Cayenne, aber ja, wir gehen zurück zum 2018er. Jetzt bauen wir den mal ein bisschen Offroad um, würde ich sagen. Also Maximalaufbau kann man machen, funktioniert, aber ja, ich glaube, der Spaßfaktor ist da jetzt nicht so riesig gegeben. Deswegen bauen wir das jetzt einfach mal schnell um. Also erster Schritt sind auf jeden Fall die Offroad-Reifen. Und ich glaube, auch von den Felgen her müssen wir einen Ticken kleiner gehen. So ist es. Gehen wir hier auf die 18 Zoller, dass das Offroad-technisch auch passt. Von der Reifenbreite, ja, würde ich sagen, machen wir jetzt mal nicht das Maximum. Ich glaube, das passt schon so, eins breiter. Das bauen wir aber wieder ein. So, und da machen wir jetzt Offroad rein. Und Gewicht würde ich nicht so viel rausnehmen tatsächlich, weil gerade bei den SUV-Geschichten oder überhaupt bei den Offroad-Geschichten hier im Spiel ist das Gewicht irgendwo auch ein Trumpf. Und deswegen würde ich jetzt sagen, die zweite Stufe, die Sportgewichtsreduzierung, ist echt das Maximum, dass wir echt nur so um die 2 Tonnen schwer sind. Das ist, glaube ich, ganz okay. Ja, und leistungstechnisch hätte ich jetzt gesagt, machen wir mal Abgasanlage, Luftfilter und Turbo. Und dann reicht es, glaube ich, völlig aus, was den Umbau angeht. Dann haben wir 472 kW Leistung, 885 Newtonmeter Drehmoment. Ich glaube, das ist absolut okay. Auch hier rechne ich es natürlich nochmal schnell um für euch. Das sind dann umgerechnet 642 PS. Also es ist, würde ich sagen, auf jeden Fall okay für ein SUV oder für ein Offroad-SUV. Und dann können wir hier auch vielleicht nochmal
Weißt, wobei, eigentlich brauchen wir diese Gewichtsreduzierungsgeschichte nicht. Machen wir das doch nochmal raus. Ah, das ist gar nicht eingebaut. Ja, okay, nee, passt schon. Wir machen es mal so. Ups, das war das Falsche. Machen wir es vielleicht so. Und da sind wir 825, ist ein glatter Betrag. Und dann schauen wir mal, wie wir Querfeld einrennen. Ich würde sagen, zwei Querfeld einrennen kriegen wir auf jeden Fall mal noch hin. Wie der so abschneidet, da haben wir ja ziemlich am Anfang vom Let's Play ein Porsche Macan mal aufgebaut. Und der fuhr sich hier richtig, richtig gut in diesen Veranstaltungen. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Nehmen wir mal einfach hier random irgendeins. So, ja, Sports Utility Heroes. So, die Konkurrenz hat auf jeden Fall auch die Offroad-Reifen draufgezogen, sehe ich gerade. Also gleiche Bedingungen für alle. Ja, was ich ein bisschen schade finde, muss ich sagen, bei Porsche ist, dass der neue Macan, die zweite Generation des Macans, leider auch sehr, sehr ähnliche Rückleuchten jetzt dann verwendet wie beim Cayenne. Also er ist halt jetzt noch mehr der Mini-Cayenne. Ja, das fand ich nämlich gerade bei Macan der ersten Generation so cool, dass er halt auch so ein eigenständige Rücklichter hatte, die es so bei Porsche eigentlich nirgends gab. Und das hat den Macan schon so ein bisschen besonders gemacht, finde ich. Und jetzt ist es halt wirklich echt einfach nur die kleine Ausführung von dem hier. Wahrscheinlich immer noch die bessere Ausführung, weil, ja, ein bisschen kleiner, ein bisschen sportlicher. Ist wahrscheinlich nach wie vor noch ein bisschen besser. Aber ja, so rein optisch finde ich es ein bisschen schade, dass sie da nicht so ein bisschen was Eigenständigeres gemacht haben. Nicht, dass ich jetzt den Cayenne hier schlecht finde. Also ich finde die dritte Generation des Cayenne mit Abstand von der Designsprache der schönste Cayenne. Also schöner auf jeden Fall als die zweite Generation, deutlich schöner als die erste Generation. Die erste war ja, finde ich, furchtbar hässlich. Sofern man halt von Schönheit beim SUV sprechen kann. Ne? Also immer im Verhältnis sehen. Aber was man halt natürlich dann wieder positiv Porsche zutragen kann, sie haben halt eine Designsprache, die sich jetzt tatsächlich durch alle Modelle durchzieht. Sowohl 911er, als auch Panamera, als auch eben Cayenne, Macan. Die haben alle so jetzt ihre nahezu ähnliche Designsprache. Man erkennt halt natürlich sofort, dass es ein Porsche ist, aber ich glaube, ja, scheiße. Das Problem hätte man auch so oder so nicht gehabt, dass man das nicht erkennen würde. Ja, das Getriebe muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen anpassen. Ich finde, das ist stellenweise ein bisschen zu lang übersetzt bei dem. Die ersten Gänge zu kurz und die oberen Gänge zu lang. Gerade wenn man Offroad fährt, schadet das eigentlich nicht, wenn es ein bisschen knackiger wäre. War auf jeden Fall ein knappes Rennen, muss man sagen. Deswegen gucken wir gerade mal, ob wir Getriebe gerade mal anpassen können. Also erster Gang, ja, machen wir auf jeden Fall ein bisschen länger. Und die anderen Gänge dann aber deutlich kürzer. Wir haben sowieso 8 Gänge, die könnte man, also gerade beim Offroader finde ich, kann man sogar das Getriebe ruhig fast auf diese 8 Gänge ausnutzen, wobei ich das jetzt auch gerade nicht tue. Weil der fährt auch noch so seine über 300 Sachen, was aber auch nicht schlecht ist. So, da hinten ist der 8. Gang, ey, den braucht kein Mensch. Das ist halt wirklich zum Spritsparen gedacht. Ja, komm, machen wir die Gänge einfach ruhig kürzer, das bockt nicht. Können ruhig knackig kurz sein. Mal zwar ein bisschen mehr am Rumschalten und Rumrühren, aber das bockt alles nicht. So, das ist vielleicht so. Der letzte Gang, keine Ahnung, wo der auftaucht. So, und das reicht. Legen wir es mal so aus. Passt schon. Übernehmen wir. Und ja, dann machen wir nochmal so ein Querfeldeinrennen. Machen wir das mal, was ich immer verkacke. Was ich, glaube ich, vielleicht ein, zwei Mal bis jetzt gewonnen habe, tatsächlich gegen diese drei Avatare. Weil der Start so schwierig ist und dann verliert man so viel Zeit und dann kommt man einfach nicht nach vorne. Jetzt gucken wir mal, ob der
2018er Cayenne das ein bisschen besser hinbekommt. Ja, ist auf jeden Fall deutlich besser mit kürzeren Getriebe. Aua, aua, aua. Naja, genau das meine ich. Da ist man beim Start dann immer so hinter den, bleibt man immer hinter den hängen. Wow. Da ist der Urus-Konzept aber mal richtig knapp an uns gelandet. Er hat uns fast zerstört. Du, Flug oder Fahren? Ich versuche mal Fahren, auch wenn durchs Wasser fahren meistens langsamer ist im Spiel. Aber wir haben so viel Bodenfreiheit, ich glaube, da kommen wir ganz gut durchs Wasser. Ja, ich glaube, wir haben noch Chancen zu gewinnen, aber es wird schwierig. Ich darf mich jetzt nicht so lange an den einzelnen Leuten hier aufhalten lassen. Ja, Range Rover, ey, der hat richtig Power und am Arsch. Aber ich glaube, der wird in den Kurven ein bisschen Probleme haben. Nur die Frage, was brauchen wir am Schluss? Power oder Traktion? Das sieht doch schon mal gut aus. Wir sind schon mal in der führenden Position. Wenn wir es jetzt halten könnten. Das Problem ist ja die ganzen Scheißdinger, die wir hier kaputt fahren müssen. Bremst alles aus. Komm, zieh. Oh Gott, wie knapp. Ja, die ganzen Zäune und alles, das bremst halt noch ein bisschen aus. Aber hat am Ende gereicht. Okay, also wir haben es geschafft, mit dem Aufbau tatsächlich zu gewinnen. Das war schon mal gar nicht schlecht. Und wir haben den Wikingerruf freigeschaltet. Ja, schaut mal einer an. Gut, dann können wir sogar nochmal ein Rennen machen. Also sehr actionreiche Folge heute mal wieder. Das darf ja aber auch mal sein, finde ich. Dann fahren wir doch hier vielleicht nochmal so ein Rennen. Und dann können wir die Folge abschließen. Ja, Montagsfolge, muss man ja auch dazu sagen. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die Woche gestartet. Ist ja immer so eine Sache, ja, die neue Woche beginnt. So, boah, das Wochenende ist wieder so weit weg. Vor allem, man muss so vom Wochenendtrott irgendwie rauskommen. Aber ich glaube, wenn man den Montag geschafft hat, hat man gefühlt schon einen Großteil der Woche geschafft. So geht's mir zumindest immer. Und dann hoffe ich doch, dass ich dir mit dieser Folge auch ein bisschen, ja, deinen Montag ein bisschen versüßen konnte oder kann. So, los geht's. Aua. So, da ist alles zugefroren, bisschen rutschig. Thank you.
Und auch dieses Rennen gewinnen wir. Sehr schön. Also ein, ja, würde ich sagen, regelrechtes Siegerfahrzeug. Aber was anderes habe ich natürlich auch nicht erwartet. Gut, Leute, dann würde ich die Folge einfach mal abschließen. Dann soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe Forza Horizon 4. Morgen sollte dann die nächste Folge wiederkommen. Mal schauen, was wir da machen. Vielleicht eine, ja, TWIF oder RTDT-Folge oder vielleicht nochmal eine Meisterschaft. Mal gucken. Es gibt ja noch ein bisschen was zu tun hier tatsächlich in dieser Winterseason. Aber eben den Caddy Escalade, den haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gewonnen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall jetzt raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Falls es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.